Super. Ja, hallo. Ich wollte ein wenig schwadronieren über OSM-Daten verarbeiten, ohne eine Datenbank zu haben. In so einer Pipeline-Art. Wer hat denn meinen Talk am Donnerstag schon gesehen? So ein paar, aber so ein paar auch nicht. Genau, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe, glaube ich, noch die Slides irgendwo. Genau. Also wenn wir heutzutage irgendwas mit OSM-Daten machen, sieht es in der Regel so aus. Wir haben irgendwie einen OSM-Planeten und den nehmen wir dann. Bauen erstmal die einzelnen Bestandteile auseinander, beziehungsweise wieder zusammen. Und zwar, indem wir halt an die Ways die ganzen Nodes ranbauen, indem wir die Relationen auflösen und so weiter. Das ist immer relativ viel Aufwand. Also, jeder, der irgendwie das mal gemacht hat, weiß es so. Auf dem Planeten ist es auch echt speicherhungrig. Also, selbst Osmium braucht jetzt 64 GB RAM, damit man einen kompletten Planeten halt in Memory verarbeiten kann. Ohne da irgendwas auf die Platte ablegen zu müssen, was dann halt alles noch viel langsamer macht. Und ja, dann importieren wir es irgendwie in eine Datenbank und dann nuckeln wir es langsam irgendwie aus dieser Datenbank raus. Und meine Idee ist es, dass wir mal diese Datenbank mal da aus dieser Gleichung rausnehmen. Ja, dass wir so ein bisschen dazu hingehen, dass diese, und ich skippe hier mal ein bisschen durch, hoppala, dass wir so eine Verarbeitung von OSM-Daten wie so eine Pipeline halt betrachten. Ja? Also es kommt halt ganz oben, kommt der Planet rein, dann verarbeiten wir den irgendwie auf irgendeine Art und Weise, bauen irgendwie das zusammen, was irgendwie zusammengehört, also Ways und Nodes, Relations und ihre Mitglieder. Dann halt auf dem Stand eben filtern, also was brauche ich überhaupt aus diesem Datensatz? Rendere ich eine Karte? Da bestimmt interessieren mich nur bestimmte Features. Rendere ich oder erzeuge ich irgendeine Datenbank? Dann zum Beispiel eine Suchdatenbank, Suchindex. Dann interessieren mich vielleicht nur die Namen. Und transformiere sie dann. Also zum Beispiel möchte ich halt irgendwie einen Normalisierungsschritt vornehmen. Sowas wie alle Höchstgeschwindigkeiten sollen halt irgendwie Ganzzahlen sein. Oder ich will da irgendwie auf boolesche Werte normalisieren. Oder ich will irgendwie sowas machen wie, dass alle Höhenangaben zum Beispiel in Meter umgerechnet werden. Ja, also ich brauche dann irgendwie so eine Möglichkeit, halt eben so eine Umprojektion dieser Daten, also nicht im geografischen Sinne, sondern im Sinne der Datentypen und der Dateninhalte halt, um das dann weiterzuverarbeiten. Und dann habe ich irgendwie den letzten Schritt, der rendert oder der schreibt mir das in eine Datenbank oder sonst wie. Ja, dann kann ich ja immer noch in eine Datenbank schreiben, falls ich das brauche. Aber dass ich erstmal in diesem Verarbeitungsschritt nicht unbedingt erstmal in Postgres alles laden muss. Und damit könnten wir es eben schaffen, dass das Ganze halt viel schneller passiert. Wir können halt viel besser diese Sachen anpassen und man kann auch wahrscheinlich Sachen relativ gut mischen. Dazu hatte ich auch eben einen Ansatz für ein neues Datenformat vorgestellt. Genau, ich skippe hier nur mal durch die Slides, weil wen es interessiert, nochmal in aller Länge, die Aufzeichnung liegt bei mediaccc.de. Skip, skip, skip. Genau, und ich habe eben als Austauschformat, weil das Problem ist, wenn wir eben so eine Pipeline haben, müssen wir ja irgendwie diese Daten weitergeben. Und OSM-Daten, also in diesem PBF-Format, das eignet sich eigentlich nicht, weil dieser OSM-Dump, das sind ja noch keine geografischen Daten, das sind ja erstmal nur irgendwie vielleicht topologische Daten, aber halt auch nur in dieser Key-Value-Struktur, da ist alles drin und eigentlich sind die Referenzen noch nicht aufgelöst, eigentlich wissen wir noch nichts über die Geografie an sich. Und deshalb bräuchte man da eigentlich ein neues Format, was entsprechend performant ist, was groß skaliert. Das heißt, wenn wir halt auch viele Features haben, dass das immer noch funktioniert. Und womit wir halt eben gut arbeiten können. Ich habe eben ein Format vorgeschlagen, das hat
es gibt eine erste Implementierung davon. In meinen kleinen Tests hat sich herausgestellt, dass das ungefähr nur die Hälfte des Speicherplatzes braucht wie GeoJSON. Ist auch viel praktischer zu parsen, weil da eben Blöcke drin sind und so weiter und so fort. Wir können da auch gerne gleich noch darauf eingehen, wenn es jemanden interessiert. Das ist halt eben so eine Version 0. Und ich würde jetzt gerne eigentlich eine Diskussion anstoßen. Was habt ihr für Tools? Was habt ihr für Workflows, mit denen ihr vielleicht Daten verarbeitet? Was wollt ihr wissen aus so Geodaten? Und oder arbeitet ihr vielleicht nicht mit Geodaten, sondern irgendwie nur mit so einem mit Metainformationen irgendeiner Art? Und was müsste so ein Format haben und wie müsste es ansprechbar sein, damit ihr es irgendwie einsetzen könnt? Ja. Und soll ich erstmal noch auf irgendwas eingehen? Gibt es schon irgendwelche Fragen oder ist es noch komplett unklar, was ich eigentlich möchte? Mikro haben wir ja. Also eine Sache, die ich erwähnen wollte in dem Zusammenhang, du hast ja diese Pipeline-Idee gezeigt. Genau. In vielen Fällen wird das keine eine lineare Pipeline sein, sondern es wird Verzweigungen geben. Würdest du dem zustimmen? Genau. Und einen praktischen Anwendungsfall dafür wollte ich erwähnen, weil der praktisch für alle Rendering-Anwendungen relevant sind, in die Küstenlinien. Ja. Und der steht eigentlich exemplarisch für eine ganze Reihe von anderen Dingen, die auch noch möglich sind, dass man also separate Prozesse hat, die nebenher laufen, die auch jetzt schon mit der Datenbank im Grunde genommen zu Problemen führen, weil man sie eben separat haben muss. Und wenn man es in der Datenbank haben möchte, müsste man im Grunde genommen jedes Mal, wenn man die Küstenlinie neu prozessiert, einmal komplett diesen Datensatz in der PostGIS-Datenbank einmal austauschen, wofür die Datenbank eigentlich nicht da ist. Ja. Die ist ja nicht für große Mengen einmal täglich austauschen oder so. Dass man das im Hinterkopf behalten sollte, solche Fälle. Das heißt, es wäre eigentlich wichtig, dass man Datensätze gut konkatenieren kann in dem Sinne, oder? Also ich habe irgendeinen Datensatz, der ist immer da, zum Beispiel Küstenlinien. Ja, ich habe vielleicht irgendeinen Datenstand. Ja, nee, der muss ja auch regelmäßig aus dem Planet aktualisiert werden. Also ich meine in erster Linie, dass wir nicht einen linearen Flow haben, wo wir alles in einer Pipeline machen können, sondern dass wir da Verzweigungen haben und Sachen, wo dann auch, ich meine, die Idee der Pipeline ist ja, dass man im Grunde genommen immer kontinuierlich die Daten dadurch piped und nicht irgendwo zwischendrin größere Mengen akkumulieren muss. Ja. Und bei manchen Prozessen wie den Küstenlinien geht das eben nicht. Mhm. Da muss man prinzipbedingt aus der Verarbeitung heraus erstmal ein gewisses Volumen akkumulieren, dann verarbeiten und dann wieder in die Pipeline zurückbringen. Okay, aber so ein Prozess hat auch da irgendwelche Gemeinsamkeiten. Also wahrscheinlich ist irgendwie der Renderschritt dann irgendwie ein gemeinsamer und ich habe dann die Küstenliniendaten, die ich aus dem einen... Genau, und am Ende will man es ja auch gemeinsam wieder raus haben, um es dann in die Rendering-Pipeline-Vector-Tiles oder wie auch immer zu bekommen. Genau. Okay. Also du hattest gefragt, was wir denn so brauchen. Ich sag mal, was ich brauche. Ja. Meistens, wenn man eine Datenbank einsetzt, macht man das ja, um herauszufinden, welche geometrische Strukturen sind in welchen anderen drin. Und ich habe halt keine Datenbank, weil ich eine Smartphone-App mache. Und da will ich nicht unbedingt da noch eine fette PostgreSQL-Datenbank reinhauen. Mhm. Aber ich muss trotzdem rausfinden, welche Elemente in welchen anderen drin sind. Momentan benutze ich JTS. Also ich konvertiere dann die heruntergeladenen Daten in so Geometrien in Java Topology Suite und mache dann halt Point- und Polygon-Checks und so. Und das ist ziemlich aufwendig. Vielleicht, weil JTS auch noch nicht so schnell ist, ich weiß nicht genau. Okay, also sind auch OSM-Daten dein Input oben? Oder? Ja. Okay, das heißt, du nimmst OSM-Daten, assemblest die auf dem Telefon direkt oder? Genau. Okay, du hast wirklich ein OSM-PBF, was du runterlädst? OSM-XML habe ich. Also okay. Also du lädst das XML runter, verarbeitest es auf dem Telefon, baust die Geometrien zusammen und hast dann irgendwie diese Geometrien tust du in JTS. Genau. Okay, und damit machst du dann Operationen. Und ist JTS dann ein Dateiformat oder eher? JTS ist eine Library für Java, ja. Mit der man halt so Operationen machen kann in Geometrie. Und die Geometrien, hast du die
abgespeichert im auf dem Flash oder hast du die im Memory oder handelt diese Serialisierungsschicht die JTS selbst? Nee, also es gibt keine Serialisierung. Das wird alles im RAM gemacht und dann werden halt Operationen ausgeführt und am Ende habe ich ein Ergebnis. So, also das ist nichts, was irgendwie abgespeichert wird. Okay, also du hast XML, das lädst du runter, das hast du wahrscheinlich irgendwie zwischengecached auf dem Device oder sowas, nehme ich mal an. Nö, auch nicht. Noch nicht mal. Okay, also du lädst immer das XML runter, lädst es dann in, also verarbeitest es, lädst es in JTS und damit machst du dann deine kompletten Operationen. Genau, und dann, nachdem ich das Ergebnis habe, werfe ich alles wieder weg. Okay. Dann habe ich zwei Fragen. Das sind wahrscheinlich keine großen Datenmengen, oder? Genau. In welcher Größenordnung bewegen wir uns? Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. Also innerhalb von vielleicht 2 Quadratkilometern lade ich mir alle Gebäude runter, ja, die keine Hausnummer haben und alle Nodes, die Hausnummern sind. Und möchte dann halt rausfinden, welche von den Gebäuden, die keine Hausnummern haben, tatsächlich keine Hausnummer haben, weil sie auch keine Node mit einer Hausnummer drin haben. Okay. Weil, also das ist halt so eine Sache, die man nicht oder noch nicht mit Overpass machen kann. Dann muss man diesen Step halt selbst machen. Okay, das heißt, du holst auch dieses OSM-XML direkt von einer OSM-API? Ja, so fast direkt, Overpass dann. Ah, okay, Overpass, okay, alles klar. Okay, das heißt, eigentlich würdest du es, eigentlich wäre es ja für dich sogar noch besser, wenn das schon irgendwie vorprozessiert wäre, ja, wenn die Geometrien schon stehen würden und du würdest dir einfach dieses Geometrie-File runterladen können, weil dann kannst du ja einfach das direkt an deine Library geben und eine entsprechende geometrische Operation durchführen. Okay. Gibt es sonst noch Use Cases? Aber Mikro kommt von hinten. Ich sehe da eigentlich zwei Unterschiede von dem, was das Format abdeckt. Ich habe es deinen Talk leider nicht gesehen, darum kann ich das nicht so sehr beurteilen. Nämlich entweder so eine Art Zwischenformat, in dem halt dann die Geometrien aufgelöst vorliegen und wo sie dann in weiterer Folge sequenziell prozessiert werden sollen. Und der zweite, wo dann eventuell irgendeine Art Indizierung hilfreich wäre. Du hast da zwar das GeoPackage-Format eh ausgeschlossen, aber trotzdem könnte man ja sagen, dieses Format sollte in irgendeiner B-Baumstruktur gespeichert sein oder eigentlich eine R-Baumstruktur und von vornherein einen Index ermöglichen. Das wäre dann auch das, was der Kollege gemeint hat, würde das auch abdecken. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Das Problem ist, so ein Index, also man könnte schon einen Index reinbauen und sagen, so ich habe dann einen R-Tree, die sind aber auch von der Komplexität an sich schon relativ hoch. Also selbst einen R-Tree zu traversieren ist, oder den aufzubauen erstmal und dann zu traversieren, das ist halt immer noch, das ist auch nicht ohne, sage ich mal. Und das Problem ist, so moderne CPU-Architekturen, es ist eigentlich sehr, sehr billig, von links nach rechts durchzugehen. Also wenn ich einen nicht gigantischen Datensatz habe und nicht super langsamen I.O., komme ich extrem schnell durch. Also wenn wir eben so auf moderne Server gucken, so, da können wir halt mit diesen NVMe-Disks 2 GB die Sekunde verarbeiten. Wenn wir da kein CPU-Bottleneck haben, können wir einen Planeten in 15 Sekunden verarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir da mit, ich gehe selektiv durch und gucke irgendwie Spatial Queries und gucke links und mache einen Jump nach rechts und mache mir irgendwie meine Cache-Pipeline kaputt, ob wir da tatsächlich viel schneller mit sind. Es könnte sein, dass man irgendwann da noch irgendwas drüber stülpt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendeine Anwendung, die es auf diesem Datenformat aufsetzt und ich habe sonst keine andere Schicht, die das irgendwie vorhält, sondern ich benutze einfach nur dieses Flat-File, so wie das da irgendwie auf Disk oder im Speicher ist, dass man dann sagt, okay, jetzt fange ich an, einen R-Tree zu bauen, der eventuell Pointer auf die einzelnen Blöcke hat oder auf die einzelnen Geometrien im File. Ja, das wäre durchaus denkbar, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so häufig nötig ist. Das kommt eben genau darauf an, wofür man das jetzt verwendet. Genau. Das ist, glaube ich, genau die Abgrenzung, die man machen könnte. Ja. Und das, ich glaube, das sehen wir so ein bisschen jetzt schon an der aktuellen Landschaft, ja, dass wir sagen, okay, wir investieren diese Zeit beim Import und importieren das alles in die Datenbank, die dann halt eben die ganzen Trees vorhält und dann eben Indizierung erlaubt und so weiter. Und wir sehen, wie viel Performance das kostet, um am Ende ja eigentlich doch eh alles von A bis Z durchzuiterieren. Ja? Denn wenn wir zum Beispiel Vektorteils rendern, ja, das ist ein Task, den können wir
in einer Operation, also nicht in einer Operation, aber es ist im Prinzip ein Schritt, dass wir alle Teils halt gleichzeitig rendern können. Ja. Und das ist nicht wahnsinnig. Das ist halt, wenn man eine Kiste mit 8 GB RAM hat, geht das prinzipiell schon. Und ich glaube, so wenn wir vielleicht es schaffen, für bestimmte Cases eben diesen Pipeline-Mindset irgendwie zu etablieren, dass wir wirklich nur von links nach rechts irgendwie durcharbeiten und eben die entsprechenden Sachen rausfiltern, die wir nicht brauchen, und entsprechend halt dann so unsere Pipeline bauen, dass wir wirklich so einen linearen Prozess haben, dass wir dann viel schneller iterieren können mit solchen Dingen. Mhm. Also klar wird ein Datenformat nicht alles abdecken und auch bewusst nicht. Also ich hatte auch in dem Talk, wenn ich jetzt irgendwie mal durchgehe, ich habe da so ein paar Datenformate ansatzweise mal verglichen. Ja? Also es gibt ja GeoPackage, was im Prinzip ja alles kann, ja, das kann ja sogar irgendwie Rasterdaten irgendwie mitspeichern und so weiter. Genau, also Shapefiles sowieso nicht, also das war nur ein Spaß. Das kann ja, so, ja, das muss man bei den GIS-Leuten von den letzten Tagen mal immer dazu sagen, dass das mit den Shapefiles vielleicht keine gute Idee ist. Genau, also GeoPackage, da haben wir halt immer dieses SQLite-Problem. So, wenn ich das Ding schreibe, dann habe ich da den Bottleneck, nach SQLite zu schreiben oder zu lesen. Das ist einfach nicht wahnsinnig schnell. So, für bestimmte Use Cases ist SQLite super, aber an der Stelle, wo ich einen großen Datensatz habe und irgendwie, ich verarbeite jetzt den OSM-Planeten und ich möchte das Ergebnis davon in ein GeoPackage schreiben, wird schlecht. Ja, das dauert eben. Das ist halt dann wirklich der Bottleneck. Nicht mein Rendering-Prozess unter Umständen, sondern halt wirklich das Ding. Und das haben wir ja auch bei den Renderprozessen gesehen. Ja, irgendwie klassisches Mapnik-Rendering. Da war nie Mapnik an sich das Bottleneck. Da war immer das Bottleneck, ja, I.O. von der Datenbank am Ende. Eine ganz andere Sache ist mir noch gerade eingefallen. Ja? Nur als Idee, ich habe es jetzt überhaupt nicht durchdacht, aber bezüglich Index, es gibt da Graph-Datenbanken, zum Beispiel Neo4j, die verwenden per se zwar sekundäre Indizes, aber der Hauptindex ist ja im Prinzip nichts anderes, als dass die einzelnen Einträge eine fixe Länge haben und anhand von dem, dass er weiß, wie lang der Eintrag ist, multipliziert er das mit dem Indexwert, den er haben will, weiß sofort, an welche Stelle er im File springen muss, ja. Und das ist ja unheimlich schneller Zugriff. Vielleicht lässt sich ja auch bei so einem Streaming-Format, ja, was du ja machen willst, das irgendwie... Genau, also... Okay. Ja, also für bestimmte Dinge macht das ja total Sinn, so wenn du verarbeitest einen OSM-Planeten und du willst die Nodes cachen, ja, dann musst du da nicht noch jemals die ID reinschreiben, sondern du gehst eh davon aus, dass fast alle IDs vergeben sind, also nimmst einfach ein kontinuierliches Stück Speicher kannst dann halt ganz einfach die Speicheradresse ausrechnen. Ja? Das ist dann total billig in der Ansprechweise. Das Problem ist, das würde bedeuten, dass wir sortieren müssen, irgendeiner Art und Weise, ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach man sortieren müsste, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist noch nicht drin, dass man sagt, ich kann ja mal das Format mal einblenden, wie das so aussieht auf einer unteren Ebene, genau, das mache ich noch ein bisschen größer. Genau, also es sieht ja im Prinzip so aus, dass es vorne einen File-Header gibt, der ist 8 Byte groß. Oh, die Klammern fehlen da. Interessant. Genau, es gibt im Prinzip einen ganz kleinen File-Header, damit man sehen kann, dass das ein Spartenfile ist. Und da gibt es einfach eine Liste von Blöcken. Ja, und in den Blöcken sind dann irgendeine Zahl, da müsste man noch rausfinden, was der Sweet Spot ist, so für moderne CPUs und so weiter. Wahrscheinlich ein paar 10 oder 100.000. Und da sind dann die Geometrien serialisiert. Ich kann auch gerne gleich nochmal einblenden, wie das genau passiert. Da könnte man sich auch durchaus denken, ich schreibe jetzt an jeden Block eine B-Box mit dran. Ja, dass eben klar ist, bevor ich das überhaupt deserialisiere, brauche ich diesen Block überhaupt anfassen oder skippe ich den komplett? Ja, das hat halt eben den Vorteil, dadurch, dass ich eben am Anfang eines Blocks immer erstmal sage, wie lange ist der überhaupt, kann ich super einfach mehrere Blöcke gleichzeitig parsen lassen. Ja, also ich muss sie zwar einmal in den Speicher laden oder halt eine Speicheradresse haben, aber kann danach halt mit mehreren Workern halt prozessieren und könnte dadurch halt eben Blöcke ausschließen unter Umständen.
Das ist noch nicht drin, wäre denkbar, ja. Wir haben ja im Endprodukt die Vektorteils und die Vektorteils, die haben ja quasi einen Geometrieindex eingebaut sozusagen. Die sind ja, wir haben ja da diese geografische Aufteilung in die Vektorteils und deswegen brauchen wir an vielen Stellen diesen Index irgendwie gar nicht mehr, weil es im Endprodukt drin ist. Und ja gut, wobei es dann davon abhängt, was du tatsächlich mit der Pipeline machst. Also ja, klar, wenn du am Ende Vektorteils raus erzeugen möchtest, sicher, dann hast du ihn inklusive, aber wenn du irgendwie eine Suche drauf baust, hast du wahrscheinlich eine andere Anforderung. Genau, aber wenn du eine Suche drauf baust, hast du eh eine ganz andere Anforderung an deinen Index. Ja? Ja. Also deswegen finde ich es gut, wenn man eben keinen Index vorgibt und auch gar nicht erst versucht, sondern sagt, das ist ein anderes Problem. Na, das muss die Anwendung irgendwie selber lösen, wenn sie das möchte. Und das Format selber soll so wenig Overhead haben wie möglich. Das ist genau, halt weil daraus kann man relativ einfach einen Index halt ableiten. Ne? Wenn du einen Index da bauen möchtest, dann kann man ja batchmäßig das einfach irgendwie blockweise reinladen und dann hat man sein domainspezifisches Problem ja auch gelöst. Genau, während jetzt ein Geopackage-Format zum Beispiel, was halt derzeit so ein bisschen verkauft wird als das Zukunftsformat für alle Geodaten, das hat halt den ganzen Overhead für den Index schon eingebaut und wenn ich den nicht brauche, dann bezahle ich ihn trotzdem dafür. Und das finde ich eigentlich gut, den Ansatz andersrum zu machen und erstmal zu sagen, wir schmeißen das alles mal weg, was wir immer gedacht haben, was wir brauchen und gucken mal, wie weit wir kommen ohne. Und dann bauen wir Sachen wieder oben dran, wenn es nötig wird. Ja, also ich habe da auch ein wahnsinniges Problem. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand hier auflösen kann, aber es ist halt wirklich schlecht mit performanten Spatial Indexes. Es gibt zwar immer noch irgendwie R-Tree, aber die Implementierungen sind halt irgendwie nicht richtig gut. Also das ist alles immer noch ziemlich langsam, von was ich irgendwie so gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob es da irgendwie vielleicht neue Paper gibt, neue Erkenntnisse, was man jetzt, ob es irgendwelche Varianten von dem R-Tree gibt oder ob es ganz andere Strukturen gibt. Aber ich hatte so den Eindruck, dass das nicht so richtig gut tut. Festes Raster? Naja, also ja. Das Raster musst du ja nicht gleich die Daten so zusammenpacken, dass sie zusammenpassen, sondern einfach nur als Index in einem festen Raster. Also weil der R-Tree ist halt komplett ohne skalenunabhängig und für viele Anwendungen brauchst du das halt nicht, dass du auf die ganz kleine Skala kommst. Du hast ja eine Grenze meistens, unterhalb von der du nicht mehr auflösen musst. Ja. Okay, gibt es denn noch Anwendungen, die ihr habt oder die in euren Köpfen rumschwirren, die eventuell von sowas profitieren könnten? Also, oder was macht ihr mit OSM-Daten ansonsten noch? Gibt es vielleicht so Dinge, die ihr eh immer wieder tut, die man vielleicht so berücksichtigen sollte in so einem Mapping? Also ja, da sind irgendwie OSM-Daten und die muss ich erstmal normalisieren oder irgendeine andere Form bringen. Habt ihr da irgendwelche Tasks, die halt immer wieder anfallen? Daneben, dass ich Mapper bin, arbeite ich ja auch an der Hochschule Rapperswil und da haben wir den Service OSMAX. Da kann man auf der Karte einen Ausschnitt auswählen und sich dann aus OpenStreetMap in verschiedene GIS-Formate exportieren lassen. Aha. Und wie wir das intern bisher machen, ist auch, dass wir den ganzen Planet in eine Postgres-Datenbank einlesen. Dann, wenn so eine Anfrage kommt von der Website, wird dann der entsprechende Ausschnitt in der Datenbank drin ausgeschnitten, in eine andere Datenbank reingesteckt, die bloß temporär existiert und von dort dann mit Ogre-to-Ogre ins Zielformat exportiert. Okay. Dazwischen wird in der Datenbank drin noch zuerst eine Schema
Konvertierung gemacht, weil in GIS-Formaten wir immer einen Layer haben, nicht bloß irgendwelche Tag-Values, wie wir es hier in OpenStreetMap haben. Das machen wir jetzt mit SQL in der Datenbank drin, könnte man natürlich irgendwie auch anders machen. Und das ist so ein Ding, wo irgendwie die Performance recht reinspielt, weil es halt große Datenmengen sind, die irgendwie rumgeknetet werden. Ja. Wo ich denke, dass so ein Ansatz vielleicht helfen könnte, wenn man irgendwie den zum Passen kriegt. Okay, wie passiert diese Layer-Konvertierung? Also was macht ihr da, damit die Layer... Wir haben eigentlich pro Layer dann eine Query, die uns eine SQL-View darstellt. Das heißt, ihr habt feste Layer in dem Sinne. Also ihr habt... Also wir querieren quasi die verschiedene Tag-Kombinationen, wo wir sagen, das soll dann in diesen Layer rein. Okay. Also ähnlich wie ein Renderer, das wie ich auch macht. Okay, das heißt, wenn ihr quasi das vorprozessieren könnt, also oder macht ihr das gleich beim Import dieses Erstellen oder erst? Nee, wir machen das on demand, aber wir könnten da die Reihenfolge natürlich, denke ich, auch umdrehen, wenn das jetzt mit anderer Technologie andersrum geschickter wäre. Da kann ich das noch nicht abschätzen. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch den Planeten reinladen, sagen, okay, wir machen jetzt diesen Schritt mit auf Layer aufteilen, dass wir irgendwie den einzelnen Parameter geben und dann on demand gehen wir einmal durch die Daten, gucken, was das für ein Ausschnitt ist und die im Ausschnitt liegen, exportieren wir dann mit den Layern. Wäre eine Möglichkeit, ja. Okay. Wobei dann natürlich immer noch mit irgendwie in ein anderes Format konvertiert werden muss. Was habt ihr da alles? Wahrscheinlich Shapefile und was noch? Geopackage, okay. Dann noch ein sonstiges Spatialite-Format. Mhm. Wir haben jetzt einfach ein paar, die wir zur Auswahl haben, die von Ogre2Ogre unterstützt hatten. Mhm. Wir könnten aber potenziell eigentlich fast alles, was Ogre2Ogre kann, noch dazu bauen. Wir müssen halt gucken, wie wir es parametrisieren müssen. Okay. Ja gut, das ist halt so ein bisschen die Sache. Da müsste man eben schauen, dass man die Daten wiederum auf ein Ogre-kompatibles Ding irgendwie kriegt. Ja? Das heißt, man müsste die Kompatibilität da irgendwie reinbekommen. Ich glaube, Ogre ist glaube ich, auch irgendwie tabellenbasiert oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Von daher, da müsste man halt eben schauen, ob es Sinn macht, das da reinzubinden oder wie man das halt sonst konvertiert. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, also wenn jetzt noch, also ich glaube, wir sind eh ungefähr, nee, bis wie lange dürfen wir? Bis 15 Uhr? Oder, okay, also wir hätten theoretisch noch Zeit, aber wenn jetzt keine Fragen sind, dann können wir es auch dabei belassen. Ich bin ja auch sonst noch da. Und außer ihr habt jetzt noch Themen, die ihr irgendwie anbringen wollt oder Ideen, was in der Zukunft passieren sollte. Ansonsten würden wir jetzt hier, glaube ich, mal einen Cut machen. Ja, okay. Achso, doch. Also ich habe halt das Gefühl, dass das unglaublich langsam ist. Ich habe halt das Gefühl, dass das unglaublich langsam ist. Kannst du das bestätigen oder hast du da keine Probleme mit? Was, an wen ist es jetzt gerichtet? Ach so, ich dachte, du hast mit JTS auch schon gearbeitet. Okay. Also JTS ist irgendwie Java Library. Ist das generell oder ist es irgendwie Android-spezifisch oder... benutzt. Ah. Ja, also ich meine... Es erstellt für alles mögliche ganz viele Objekte, so viel weiß ich. Ja, das ist ja leider häufig so. Ich hatte das Problem auch, dass ich am Ende mit Geos irgendwie gearbeitet habe, was irgendwie ja bisschen obskur ist. Das kann zwar irgendwie alles, aber es ist halt leider auch nicht so richtig super performant und das habe ich auch gesehen, dass so bei vielen Geometrieoperationen rennt man dann irgendwie gegen eine Wand, wenn man irgendwie
wenn man irgendwie so diese Libraries irgendwie nutzt. Also ich glaube, bei vielen Sachen sind die nicht so richtig optimal. Die können natürlich so die ganzen Edge Cases gut. Also es ist so, die stürzen nicht ab, weil irgendwie eine Geometrie invalid ist, sondern die sagen dann, ja, sorry, kann ich nicht verarbeiten oder machen irgendwie Best Effort irgendwas. Aber vielleicht kannst du da mal schauen, ob du eher irgendwie Geos oder sowas benutzen kannst, weil das vielleicht irgendwie performanter ist. Also meine Erfahrung ist da auch, dass Geos und das JTS ist die Java-Version davon, oder? Dass das irgendwie sehr versucht, so wie im Lehrbuch, die Sachen zu implementieren und ja, aber dabei eben unendlich viele Objekte erzeugt und unendlich viel Speicher allozieren muss und hin und her. Und dass die Performance furchtbar ist. Und wenn man jetzt einen spezifischen Fall hat, vielleicht ist es besser, es selber zu implementieren. Das wird natürlich umso schwieriger diese Geometrieoperationen sind. Aber gerade sowas, also ich hatte jetzt den Fall eben mal, dass ich von sehr, sehr vielen Linien Überschneidungen finden muss. Brauche ich im Rahmen von Multipolygonen zusammenbauen zum Beispiel. Und der klassische Weg ist, da irgendwelche Monster-Datenstrukturen aufzubauen, in denen man dann effizient suchen kann, angeblich. Aber wenn man es halt einfach eine lineare Suche durch ein sortiertes Array macht, dann kostet es überhaupt keine Zeit und geht viel schneller. Und damit kann man nicht alle Probleme lösen, aber damit kann man dieses Problem, wenn man es halt doch von Hand angeht, vielleicht ganz, ganz anders lösen. Das ist natürlich schwierig und es ist nervig, Sachen immer nachzuimplementieren. Aber da sollte man sich überlegen, sozusagen, was für eine Operation man hat und ob man da irgendwo tricksen kann und es nicht einfach selber schnell schreibt. Weiß ich jetzt allerdings auch nicht, also ich habe die Erfahrung im C++-Bereich, wie es im Java-Bereich ist, weil letztlich dass immer zu neue Objekte erzeugt werden und so weiter, das hat man ja immer noch und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Ja, dahingehend, wenn irgendjemand hier im Saal Erfahrung hat mit Clipping-Algorithmus-Implementierung, ein Polygon am anderen Polygon zu klippen, ich würde mich gerne unterhalten, weil ich daran gescheitert bin. Ja. Genau, ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Also ich habe JTS auch schon mal benutzt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich da irgendwie positive oder schlechte Erfahrungen gemacht habe. Es hat funktioniert. Ansonsten kann ich nur dem, was der Jochen gesagt hat, zustimmen, im Zweifel halt nachimplementieren. Ganz am Anfang hattest du gefragt gehabt, was wir so für Datenformate benutzen. Also ich kann für mich sagen noch, ich habe mir teilweise eigene binäre Formate geschrieben. Man muss halt abwägen, ob man irgendwelche Bibliotheken benutzt und ob der Overhead das einfach wert ist oder ob man nicht einfach eine ganz einfache binäre Datei, wo man die Informationen, die man hat, einfach binär reinschreibt und fertig. Ist man manchmal schneller, als irgendwelche Bibliotheken zu benutzen. Benutzt du die binären Formate, um geografische Informationen zu speichern? Oder? Ja, also einfach als Alternative, als Beispiel, früher gab es das OSM Change Set Dump, gab es nur in XML. Mhm. Da habe ich mir dann einfach das Ganze in binär geschrieben, weil ich es dann damit viel, viel schneller verarbeiten konnte, weil ich es unter Umständen mehrfach gebraucht habe und dadurch ging es einfach um Vielfaches schneller. Ja. Ohne irgendwie auf geometrische Verschneidung oder irgendwas, einfach Daten binär abgeschrieben, irgendwo reingeschrieben und dann ganz schnell in der Verarbeitung. Genau, dafür würde ich ja auch plädieren. Ja. Tja, alles klar, dann vielen Dank.